Ja, wir hatten ja bei Tango gegen Titel schon das Vergnügen, miteinander zu reden. Und ich glaube, dir ist ein großes Anliegen, nochmal richtig zu mobilisieren für nächsten Samstag. Das kann ich nur so sagen. Ich sage, Köln freut sich auf Münster. Ja, auf ganz viele Menschen, die nach Köln kommen aus Münster. Köln wird voll und wenn wir nächste Woche solchen Sonnenschein haben wie heute, gibt das eine geile Demo und wir zeigen, was wir wollen oder was wir nicht wollen, diese Freiheitsabkommen. Ja, was heißt das eigentlich? Du bist von Mehr Demokratie e.V. Ich meine, das hat natürlich einen Namen. Was heißt das eigentlich für unsere Demokratie, wenn jetzt CETA kommt? Wie gesagt, das ist, für uns geht es um Aushöhlung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es wurde ja schon vieles gesagt. Es geht um Schiedsgerichte, es geht um regulatorische Kooperation, es geht um die Auswirkungen auf die Kommunen, es geht um die vorläufige Inkraftsetzung. Das sind alles Dinge, die aus unserer Sicht nichts mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, so wie wir uns das vorstellen. Ja, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ja, vor allen Dingen diese Investorschutzgerichte. Investitionen, Schutzgerichte, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir kommen doch mittlerweile mit unseren Rechten auch so ganz gut klar. Ich meine jetzt nicht mit den Rechten, sondern mit den gerichtlichen Rechten. Also, ich weiß von keinem Unternehmen, das sich beschwert, dass sie nicht gegenseitig investieren können. Die Investitionsquote sowohl von amerikanischen, kanadischen Unternehmen in Deutschland, die ist enorm hoch, umgekehrt genauso. Bis daher gibt es überhaupt keine Ängste, dass man nicht investieren kann. Jedes ausländische Unternehmen kann vor einem normalen deutschen Gericht klagen, wird genauso behandelt wie ein inländisches Unternehmen. Und von daher sehen wir überhaupt keine Veranlassung, dort private Schiedsgerichte zu installieren. Ja, die auch absolut undemokratisch sind, davon abgesehen. Absolut. Diese ganze Einführung ist auch eine komplett undemokratische Geschichte, eine vorläufige Anwendung. Weil man muss sich wirklich vor Augen führen, weil vorläufig heißt endgültig. Es kann auf endgültig hinauslaufen, also vorläufige Anwendung, wir finden das absolut undemokratisch, wir sind dagegen. Nichtsdestotrotz würde unser Kampf natürlich weitergehen, selbst wenn im Oktober diese vorläufige Anwendung beschlossen würde, weil die EU-Kommission sagt, es sind gemischte Abkommen, CETA. CETA muss in Deutschland vom Bundestag und vom Bundesrat ratifiziert werden und von daher, selbst diese vorläufige Inkraftsetzung wäre nicht der Schlussstrich unseres Kampfes gegen CETA und TTIP. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Auch wenn es dann so kommt, dass sie es vorläufig anwenden wollen und sollen und würden, dann müssen wir gerade erst dann, dann müssen wir richtig auf die Straße gehen und uns absolut dagegen wehren. Das geht ja nun mal gar nicht. Deswegen ist nächste Woche Samstag nicht der Schlussstrich unseres Kampfes gegen CETA und TTIP, sondern es ist eine Zwischenstation. Und wir haben inzwischen ein nordrhein-westfälisches Bündnis gegen CETA und TTIP. Wir starten, wir rufen eine Volksinitiative aus mit dem Ziel, das Thema in den Landtag zu tragen und den neu gewählten Landtag nächstes Jahr im Mai mit dem Thema zu befassen. Mit der Aufforderung, die Landesregierung dazu aufzufordern, im Bundesrat gegen CETA zu stimmen. Ja. Volksinitiative, ich wollte noch mal nach dem Ablauf fragen. Also Volksinitiative, vielen Leuten mag das jetzt hier gar nichts sagen. Das heißt, wir fordern jetzt erstmal den Landtag auf, darüber zu reden. Wir sammeln erstmal Unterschriften und je mehr Unterschriften zusammenkommen, desto größer, desto deutlicher ist dieses Zeichen. Wie viele Unterschriften brauchen wir wenigstens? Pi mal Daumen, 66.000 Unterschriften. Das kann aber nicht das Ziel sein. Da müssen mehrere hunderttausend Unterschriften zusammenkommen. Ja, wie ist das Prozedere dann weiter? Wenn diese Hürde, diese 66.000 Unterschriften zusammenkommen, muss sich der Landtag mit dem Thema befassen. Es muss darüber diskutiert werden. Und wie gesagt, das Ziel ist es, dass der Landtag der Landesregierung auffordert, im Bundesrat gegen CETA zu stimmen. Leider kann man oder kann Mensch die Landesregierung nicht verpflichten, sondern nur auffordern. Es gibt da einen kleinen Unterschied. In Bayern zum Beispiel gibt es ein Volksbegehren gegen CETA. Wenn dieses Volksbegehren in Bayern erfolgreich ist, können die Bayern ihre Landesregierung auf das Abstimmungsverhalten im Bundesrat verpflichten. Das können wir in Nordrhein-Westfalen leider nicht. Warum eigentlich nicht? Weil die Gesetzgebung so ist. Wir setzen uns dafür ein, dass wir das auch können, okay. Aber die Gesetzgebung ist in Bayern anders als in Nordrhein-Westfalen. Das ist sehr interessant. Also dann sind die Bayern weiter als wir in der Demokratie. In dieser Hinsicht auf jeden Fall. Okay. Aber wir kämpfen natürlich auch dafür, dass es
ich sag mal, solche Referenden auch in Nordrhein-Westfalen demnächst gibt. Dafür kämpfen wir. Es gibt das Ziel natürlich auch europaweit. Man kann es auf allen Ebenen denken, von kommunal auf Landesebene, auf Bundesebene, aber auch auf Europaebene. Ja, und ich denke, das ist verdammt nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch endlich mal mit unserer sterbenden Demokratie beschäftigen. Ich glaube, es reicht nicht aus, alle 4 Jahre mal sein Kreuzchen zu machen und dann damit leben zu müssen, wie die Leute, die man dann gewählt hat, die einem ja vorher unheimlich viel versprochen haben, mit der abgegebenen Stimme, die man abgegeben hat, umgeht. Das sehe ich absolut genauso wie du. Also das muss es das Ziel sein, nicht nur per Petition zu betteln, bitte macht das, was wir möchten, sondern mitentscheiden zu können. Und wenn wir uns diesen Weg vergegenwärtigen, also vor 3, 4 Jahren, als diese Freihandelsabkommen aufkamen, bis zu dem heutigen Tag, was wir da geschafft haben. Ja? Wir haben das Thema in die Öffentlichkeit getragen, wir haben ganz viele Menschen informiert, ganz viele Menschen wissen inzwischen Bescheid über CETA und TTIP. Und warum können diese Menschen, nachdem sie sich eine Meinung gebildet haben, nicht über dieses Thema abstimmen? Das ist wirklich eine Frage, die sollte man sich wirklich jeden Tag stellen. Und man sollte die Politiker auch wirklich drauf festnageln. Und es gibt ja auch eine gute Aktion. Man kann ja über das Internet, auf den verschiedensten Plattformen, seinen Europaabgeordneten anschreiben. Und ich bitte euch, macht das doch einfach mal. Wenn ihr Internetanschluss habt, dann geht mal bei uns auf die Webseite von Münster gegen TTIP. Dort findet ihr ein Formular. Da könnt ihr euch einen Abgeordneten aussuchen, den könnt ihr anschreiben. Und dann bekommt ihr auch eine Antwort. Oder auch nicht. Und man muss sich wirklich fragen, inwieweit die Abgeordneten dort auch ihr Mandat ernst nehmen, wenn sie dann nicht antworten. Oder halt nur mit Textbausteinen antworten. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir unsere Abgeordneten hier vor Ort, ich sag mal, auf gut Deutsch in den Hintern treten, damit sie auch endlich unsere Interessen wieder vertreten. Und nicht irgendwelche Profit- und Konzerninteressen. Absolute Zustimmung. Ja? Also Demokratie fällt nicht vom Himmel. Demokratie bedeutet sich jeden Tag wieder für dieses Thema, für unsere Demokratie einsetzen, um das zu erreichen, was wir als Bürgerinnen und Bürger möchten. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du den weiten Weg aus Köln auf dich genommen hast, um dann doch nochmal hier aufzutreten. Aber ich glaube, dir gefällt auch Münster. Ne? Münster ist eine schöne Stadt. Und noch einmal der Appell, wir Kölner, ich komme aus Köln, wir freuen uns auf ganz, ganz viele Münsteraner und Münsteranerinnen nächsten Samstag in Köln. Ja, Köln wird voll mit, weiß ich nicht, Gottlieb, du hast Visionen, ich habe Visionen und ich hoffe, diese Visionen gehen, die sagen wir hinterher, wir haben Visionen und dazu bedeutet es, ganz, ganz viele Menschen nach Köln zu kriegen. Mit einem ganz, ganz klaren, deutlichen Zeichen gegen CETA und gegen TTIP. Ja, und es ist natürlich auch mal eine ganz eigene Sache, dass ich möglichst viele Leute nach Köln mobilisiere und dass wir möglichst die Busse voll kriegen. Und wenn die Busse dann voll sind, dann kann man auch noch mit dem ÖPNV anreisen, mit der Bahn, ist auch kein Problem. Da kann man auch noch bei Tango gegen TTIP vorbeigucken, auf der Domplatte, direkt vom Hauptbahnhof. Wir sind ja Teil des großen NRW-Bündnis, auch mit Tango gegen TTIP und sind auch Teil des Kulturprogramms auf der Abschlussgrundgebung. Und na, wie gesagt, bei mir ist es eigentlich reiner Eigennutz, warum ich das mache. Ich habe ja mit einigen Leuten bei uns aus dem Bündnis schon gewettet, wie viele Leute das in Köln gibt. Und naja, da brauche ich mal zumindest einen Monat lang kein Bier mehr zu kaufen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Euch in Münster einen wunderschönen Tag. Weiterhin viel Erfolg bei euren Bemühungen und nächste Woche in Köln. Wir sehen uns. Danke. Ich danke dir.